Hallo Leute und willkommen zu meinem nächsten Guide-Video. In diesem Guide zeige ich euch, wie man in Last Epoch craftet, was man beachten muss und ja, wie das Ganze funktioniert. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich zeige euch erstmal diese vier Unterschiede von den Items, wie sie droppen. Es gibt die ganz normalen weißen Items im Early Game, wer gerade frisch anfängt, bekommt sehr häufig weiße Items gedroppt. Das bedeutet einfach nur, dass die Items nicht einen einzigen Affix drauf haben, sondern nur die Base Stats, die diese Base mit sich bringt. Blaue Items droppen immer mit mindestens ein Affix Stat drauf. Das bedeutet einfach, entweder ein Suffix oder ein Prefix ist belegt mit irgendeinem Stat. Gelbe Items haben mindestens drei Affixe drauf, das bedeutet zwei Suffixe oder zwei Prefixe und jeweils ein Suffix und ein Prefix sind besetzt. Und dann gibt es noch Exploited Items, die droppen später im Endgame bei den Monolithen und das bedeutet einfach nur, dass das Item, was gedroppt ist, ein Stat drauf hat, der mindestens Tierstufe 6 hat. In dem Fall hier ist es Stärke und wie ihr seht, Tierstufe 6 ist hier beinhaltet, alles andere ist unter 6, deswegen sind die Stats weiß und alles was Tierstufe 6 oder höher hat, ist lila. Tierstufe 6 kann man im Crafting nicht erreichen. Das höchste, was man bekommen kann, wenn man selber ein Item findet und craftet, ist Tierstufe 5. Deswegen sind Exalted Stats sehr beliebt. Man möchte Items finden, die genau den Stat haben, der für seinen Charakter halt sehr gut ist. Bei meinem zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf meiner Rüstung gehe, habe ich Swarmblade Form, also das ist die Käferform, auf plus 3. Das ist halt nur möglich durch die Tierstufe 6. Wäre es Tierstufe 5, wäre es nur plus 2 zu meinem Skill. Das aber jetzt nur so nebenbei. Fangen wir einfach mal an mit dem Crafting. Jetzt fangt ihr das Spiel an und bekommt ein weißes Item. Jetzt sagt ihr, oh, die Axt ist echt cool, ich spiele sogar gerade, ich will was mit Minions spielen, diese Axt möchte ich benutzen. Jetzt findet man im Spiel Shards. Davon gibt es ganz viele, für jeden einzelnen Stat gibt es solche Shards, die droppen schon vom Beginn an, von irgendwelchen Monstern, die man tötet, vom Bossen, man bekommt aus Kisten Shards und. Also egal was ihr in dem Spiel macht, ihr findet immer irgendwo Shards. Diese Shards werden benötigt, damit ihr überhaupt craften dürft. Das heißt, jetzt sehen wir einfach Lightning Damage als Beispiel. Ich habe 48 Lightning Shards für Increased Lightning Damage. Hätte ich 0 Shards von diesen Increased Lightning Damage, dürfte oder könnte ich diesen Stat nicht auf Items craften. Also die Voraussetzung ist, man hat diese Shards. So, jetzt haben wir aber eine Axt, da ist Minion Damage drauf, also bietet es sich eher an, dass wir was nehmen, was vielleicht für Minions gut ist oder was uns halt einfach ein paar Stats gibt, falls wir halt auch selber angreifen. So, was halt gut ist bei Äxte, man geht eher davon aus, dass man halt im Melee unterwegs ist, Melee Angriffe macht. Was ist immer gut für Melee Attacker? Melee Attack Speed. So, jetzt sagen wir wollen Melee Attack Speed auf unsere Axt machen. Wenn ihr ein Stat auf ein Item rollen wollt, nehmt ihr Glyphen. Entweder gar keine Glyphe, das hat den Nachteil, dass wir Forging Potential eher verlieren, oder wir nehmen die Glyphe of Hope. Diese Glyphe besagt, dass wir eine 25%ige Chance haben, kein Forging Potential zu verbrauchen. So, was ist Forging Potential? Jedes Item, was droppt, hat ein Forging Potential auf sich drauf. Wie hoch die Zahl ist, wie niedrig die Zahl ist, ist Luck abhängig und Rarity abhängig. Das heißt, wenn wir ein
Exalted Item gedroppt bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es viel mehr Fortune Potential hat, als wenn man ein weißes Item gedroppt bekommt. So, mit jedem einzelnen Craft, den wir auf das Item machen, verlieren wir Fortune Potential. Wie viel wir verlieren, können wir nicht beeinflussen. Wir sehen nur, wie viel wir potenziell verlieren können. Und zwar hier unten. Kost 1 zu 10 Fortune Potential. Das heißt, wenn wir jetzt Increased Melee Attack Speed auf unsere Waffe machen, verlieren wir zwischen 1 oder 10 Fortune Potential hier oben. Oder halt dementsprechend, wenn die Glyphe prockt, die 25%, verlieren wir nichts. Jetzt machen wir das einfach mal. So, jetzt haben wir unseren Stat Increased Melee Attack Speed drauf, haben aber auch gesehen, oh, wir haben die ganzen 10 Forging Potential verloren. Die werden abgezogen von den vorherigen, die drauf waren. In dem Fall waren es 15. Jetzt hat das Item nur noch 5 Forging Potential. Das ist sehr, sehr wichtig zu beachten, weil wenn ihr später ein Item craftet, müsst ihr bestimmte Sets vielleicht priorisieren. Also wenn ihr seht, okay, ich habe jetzt einen wichtigen Set auf T4 und den anderen auf eine Resistance auf T3 und ihr sagt, okay, ich möchte aber die Resistance cappen, das kriege ich nur hin, indem ich jetzt die Resistance auf T5 mache, dann müsst ihr halt entscheiden, was von beiden crafte ich jetzt? Möchte ich die Resis voll machen? Möchte ich lieber mein Damage verbessern? Weil die Gefahr besteht, dass ihr mit dem nächsten Craft, den ihr schon macht, vielleicht euer komplettes Forging Potential verbraucht und dementsprechend auf dem Item nichts mehr zu tun ist. Wo wir halt zu dem Thema kommen, was passiert, wenn das Forging Potential 0 erreicht. Wenn das Item Forging Potential 0 hat, könnt ihr nicht weiter craften. Das Item ist so, wie es ist und es geht einfach nichts mehr. Jetzt sagen wir hier, okay, wir haben Melee Attack Speed drauf gemacht, jetzt wollen wir noch irgendwas anderes haben, nehmen wir einfach Melee Physical Damage. Wir nehmen die blaue Glyphe, adden es drauf, haben jetzt den Melee Physical Damage drauf und haben gesehen, oh, okay, wir haben nur ein Forging Potential verbraucht, das heißt, wir können weitermachen. Also könnt ihr jetzt sogar hingehen, entweder Suffixe draufpacken oder ihr sagt, okay, nee, ich möchte mein Melee Attack Speed verbessern. Ihr bleibt auf der blauen Glyphe. Ihr klickt weiter, wir haben nichts verbraucht, das heißt, unsere Glyphe hat geprockt. Also wir haben die 25% gehittet und können weitermachen. Und hier ist es nun passiert. Das Forging Potential ist auf 0 gefallen. So. No Forging Potential. Das heißt, egal was wir jetzt hier versuchen, wir können nichts anklicken. Wir können nichts verändern. Wir können nichts mehr tun. Das Item ist jetzt so, wie es ist. So, dann gehen wir weiter. Jetzt ist das weiße Item zum blauen geworden. Das heißt einfach nur, dass mindestens ein Affix auf dem Item drauf ist. Jetzt kommen wir aber zur nächsten Glyphe. Jetzt haben wir hier Freeze Rate Multiplier drauf. Das sind jetzt alles nur Beispiele von den Items her. Wir haben jetzt nicht großartig Ziele, heftige Items gerade zu craften. Dementsprechend, theoretisch würde man jetzt hingehen und sagen, okay, ich muss diesen Stat ja nicht rerollen. Ich kann einfach hingehen, weil ich Slots frei habe und kann da drauf packen, was ich möchte. Das ist alles nur für Showcase. Wir wollen jetzt die rote Glyphe testen. Was macht die rote Glyphe? Die rote Glyphe benutzt man, wenn man ein Stat rerollen möchte, den man nicht haben möchte. Das heißt, in dem Fall, wir sagen jetzt, Freeze Rate Multiplier wollen wir nicht. Glyphe of Chaos verändert den Prefix oder den Suffix, den wir uns aussuchen, und verwandelt diesen zu einem zufälligen anderen Prefix oder Suffix. Das kommt immer darauf an, welchen Slot ihr auswählt. Also verändert ihr einen Prefix, bekommt ihr auch einen Prefix und so weiter und so weiter.
mit jedem Reroll gradet ihr den Affix ab. Also er geht von T3 auf T4 in dem Fall. Ihr bekommt aber ganz zufällig irgendeinen anderen Stat. Das machen wir jetzt einmal. Und hier, auch hier seht ihr, wir verbrauchen Fortune Potential. Der Nachteil ist, wenn wir das machen, wir haben keine prozentuale Chance, dass wir kein Fortune Potential verbrauchen. Es sei denn, wir haben ein Crafting Proc. Crafting Procs können random einfach passieren. Diese Procs haben unterschiedliche Erfolge sozusagen. Da gehe ich aber gleich nochmal genauer drauf ein, falls mal vielleicht gleich einer passiert. So, jetzt machen wir einen Reroll und hoffen, dass wir irgendwas anderes bekommen, was wir bekommen wollen. In dem Fall vielleicht bekommen wir irgendwas mit Minion, weil das eine Base ist, die auf Minion Damage leecht mit Leben on Hit. So, wir rerollen und bekommen Level of some Frenzy Totem. Ist jetzt nicht vielleicht unbedingt das, was wir haben wollen, aber ihr seht, der Affix ist jetzt T4 und ein ganz anderer. Jetzt ist was passiert, was eigentlich sehr gut ist für Showcase. Wir haben hier oben kein Pfeil. Wir können jetzt nicht diesen Stat nochmal rerollen. Wieso geht das nicht? Und zwar habe ich von Level of Summon Frenzy Totem keine Shards mehr. Das heißt, ich brauche halt diese Shards mindestens einmal, damit ich überhaupt diesen Reroll machen kann. Jetzt habe ich davon gar keinen Reroll mehr. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch ein neues Item komplett finden, weil das Item theoretisch kaputt ist. Oder man geht hin und sagt, oh, ich habe noch ganz viel Fortune Potential. Ich benutze eine Rune. Wo wir jetzt natürlich zum nächsten Step kommen. Passend. Es gibt nicht nur Glyphen, sondern es gibt auch Runen. Jetzt gibt es hier ganz viele. Wir gehen wirklich Schritt für Schritt jede Rune mal durch. Jetzt sagen wir einfach nur, wirklich nur beispielsweise, wir haben nur noch 3 Forging Potential. Hier weiter zu craften macht normalerweise keinen Sinn. Also das nicht nachmachen. Das ist alles nur, um die jeweiligen Glyphen und Runen zu erklären. Wir wollen dieses Stat runter machen, weil jetzt als Beispiel hier oben haben wir immer noch ein Fortune Potential von 30 und wir haben alle anderen Slots belegt, das Item ist super geil gerollt, nur dieser eine Stat, der ist uns ein Dorn im Auge. Dann können wir hingehen und eine Rune of Removal benutzen. Was ist das für eine Rune und was tut sie? Diese Rune macht ein Affix, also irgendein Stat von dem Item löschen, was ein Feld natürlich im Prefix oder Suffix für uns wieder frei macht. Der Nachteil ist, wir wissen nicht, welcher Stat verschwindet. Jetzt gehen wir davon aus, auf diesem Item sind 4 Stats drauf. Die Chance ist 1 zu 4, dass unser Stat verschwindet. Wenn wir natürlich jetzt auf Remove klicken, geht natürlich Level of Summon Frenzy Totem weg. Ich kann es euch einmal zeigen. Zack, der ist weg. Der Vorteil ist, die Rune, die wir removen, bekommen wir als Shard zurück. Ist ganz cool, wenn man irgendwie Shard zurückbekommen möchte. Es gibt noch eine andere Variante. Da kommen wir auch direkt schon zur nächsten Rune, die uns Shards wieder gibt. Jetzt haben wir hier eine Axt gebaut und sagen am Ende, okay, die Axt ist kein Upgrade für uns. Jetzt habe ich Materialien in die Axt rein investiert. Ihr habt die Möglichkeit, mit Rune of Shattering diese Materialien, zwar nicht jede einzelne, nicht jeden einzelnen Shard, den ihr verwendet habt, aber schon sehr viele Shards zurückzubekommen. Das Item wird zerstört und die Shards, die drinnen stecken, kriegen wir teilweise zurück. So, hier haben wir sogar alle wieder bekommen. Jetzt kommen wir zum bisschen interessanteren Teil. Jetzt haben wir ein Item mit 4 Stats drauf.
So. Man hat die Möglichkeit, Items mit 5 Stats zu craften. Wie genau funktioniert das? Es gibt die Glyphe of Despair. Diese gibt uns eine Chance, einen Stat zu sealen. Das bedeutet, dieser Stat wandert nach hier unten, ist gesealed, kann nicht mehr verändert werden, der ist gesaved auf der Waffe. Und was es uns ermöglicht, ist, egal welchen Stat wir halt uns gesealed haben, in dem Fall, wir probieren es jetzt auf dem Prefix, wenn es uns gelingen sollte, wandert dieser Prefix nach unten und wir haben wieder einen Prefix-Slot frei. Das bedeutet, wir können einen fünften Stat drauf machen, was uns dementsprechend auf Rüstungsteilen vielleicht mehr Defensive gibt oder auf Waffen mehr Offensive gibt. Wir probieren das jetzt aus. Wie gesagt, nicht nachmachen. Das macht man theoretisch eigentlich wirklich nur auf High-End-Items, weil diese Glyphe of Despair, die droppen nicht in jedem Run. Aber im Showcase, wir machen es jetzt einmal. Im besten Fall hitten wir es jetzt beim ersten Mal. Perfekt. Und wie ihr seht, ist der Stat, der hier oben war, hier runter gewandert und wir haben einen Prefix-Slot frei. Was ist da gerade passiert? Wir haben ein Critical Crafting gehabt. Während wir unsere Glyphe of Despair benutzt haben und dieser Stat hier runter gewandert ist, ist der Craft geprockt und unser Melee-Damage ist von T1 auf T2 gewandert. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Melee-Damage war oder irgendwas hier. Also irgendein Affix, den wir gerade hatten, hat einen Rang-Upgrade bekommen, weil es geprockt ist. So, jetzt können wir uns wieder freischnauze einen neuen Prefix-Stat aussuchen. Ich nehme jetzt zum Beispiel Melee Attack Speed und so haben wir ein Item mit 5 Stats drauf. Das ist schon sehr krass High-End. Im besten Fall macht man zum Beispiel sogar den Stat hier auf T4, macht dann eine Glyphe auf Despair, hofft, dass er direkt proc't, runterwandert, sodass man im Endeffekt im allerbesten Fall ein gelbes Item hat mit 4 T5er Stats und ein Stat auf T4. Das wäre halt im Endeffekt das Beste, was man aus einem gelben Item rausholen kann. So. Jo, ansonsten, wie gesagt, blau gleich gut. Melee Attack Speed wollen wir haben. Jetzt können wir hingehen. Melee Attack Speed, Melee Attack Speed. Und jetzt ist es wieder passiert. Wir haben kein Forging Potential mehr. Was bedeutet, das Item müssen wir jetzt so nehmen, wie es jetzt ist. So, jetzt gibt es noch ganz viele andere Runen und diese kann ich jetzt eher in einem Schnelltempo durchgehen, weil diese nicht so, naja, die benutzt man nicht so häufig. Es gibt jetzt noch die Rune Rune of Revenement. Rerolls the values of all affixes. Das heißt, jedes einzelne Item, wenn ihr Alt drückt, und STRG, seht ihr, wie das Item rollen kann. Stärke kann von 15 bis 18 rollen. Increased Lightning Damage von 56% bis 75%. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, mein Item hat alles nur Low Rolls, könnt ihr hingehen, nimmt eine Rune, es braucht auch Forging Potential. Immer beachten, ihr verbraucht immer Forging Potential. Könnt aber noch eine Glyphe hinzufügen und das im besten Fall verhindern und könnt rerollen. So, könnt nachgucken, oh, wie viel Prozent haben wir, ist sie besser, ist sie schlechter als vorher. In dem Fall ist sie schlechter geworden und könnt das halt so oft, wie ihr, bis ihr zufrieden seid, könnt ihr es wiederholen, solange ihr Runen habt. Es geht halt auch ohne Glyphe, ne? Die Glyphe ist jetzt gerade zum Beispiel geprockt. Wir haben kein Forging Potential verbraucht. Aber wie gesagt, es geht auch ohne Glyphe. Nur ihr verliert dann auf jeden Fall zu 100% irgendeine Zahl, die hier zwischen liegt, verliert ihr immer auf dem Item. Die nächste Rune ist Rune of Discovery. Diese Rune
kann es euch mal kurz zeigen. Diese Rune ermöglicht es uns, das Item mit nur einem Craft vollzupacken mit Stats. Diese Stats sind alle random und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein etwas seltenerer Stat ist, ist gegeben. Das heißt, wir klicken jetzt hier drauf, zack, haben ein Item mit 4 Stats drauf. Ob sie am Ende gut sind oder schlecht, das ist super random. Aber vielleicht habt ihr da Glück und habt mit nur ein Craft 4 geile Stats drauf. Das ist ganz cool bei Base-Items, die Weiß droppen. Dann die nächste Rune, da können wir einfach das Item drinnen lassen. Rune of Shaping, diese Rune rerolls die Implicit. Das sind die Stats, die oben sind. Also in dem Fall wäre es der Damage Leech und der Minion Damage Leech, der kann ja auch variieren, den könnt ihr auch rerollen. Ich habe jetzt zum Beispiel 1,2% und 1,3%, jetzt mache ich das und habe 2,2 und 1,4. So, die Items kann ich eigentlich jetzt gerade mal kurz zerstören, weil wir kommen jetzt zu den letzten Runen. Wir haben einmal Rune of Ascendance und Rune of Creation. Rune of Ascendance macht ein Item, egal welche Rarity, egal ob weiß, blau, gelb. Ich kann es euch zeigen, wir nehmen jetzt einfach ein blaues Relikt, nehmen wir jetzt einfach, zack. Und Rune of Ascendance macht uns ein weißes, blaues, gelbes, Exalted Item, ist scheißegal, zu einem Legendary Item. Wir klicken drauf. Oder Set-Item. Sorry. Ha, beste Showcase. Ein Legendary-Item oder ein Set-Item. Sorry dafür. Und die letzte Rune, die Rune of Creation, kopiert uns ein Item. Warum sollen wir ein Item kopieren? Jetzt haben wir hier eine Rüstung. Hier haben wir jetzt ein T4er Physical Resistance drauf. Jetzt wollen wir die Rüstung nicht unbedingt kaputt machen, weil die geil ist. Also vielleicht finden wir diese Rüstung super, super, super gut. Wollen aber vielleicht doch nochmal riskieren, die Physical Resistance zu verändern. Jetzt könnt ihr eine Kopie der Rüstung machen. Die Rüstung, die ihr rausbekommt, hat 0 Forging Potential. Das ist die Rüstung, die ihr theoretisch behalten wollt. Und die andere Rüstung, die vielleicht im besten Fall noch Forging Potential hat. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. In dem Fall hat es jetzt leider nicht funktioniert, weil jetzt die Forging Potential auf 0 gegangen sind. Aber wäre jetzt auf der Rüstung noch Forging Potential drauf gewesen, hätte ich den T4er Stat nochmal resetten können auf einen T5er Stat und hoffen können, dass vielleicht ein besserer T5er Stat kommt, der uns mehr gebracht hätte. Weil vielleicht ist ja unsere Physical Resistance voll und wir hätten lieber Lightning Resistance gehabt und hätten so nochmal, ohne dass die Rüstung kaputt gemacht wird, die Chance gehabt zu gamblen auf einem besseren Stat. Wäre die Rüstung besser geworden, dann hätten wir die nutzen können und wäre sie kaputt gegangen, weil ein ganz, ganz blöder Stat draufgekommen ist, hätten wir die alte Rüstung nutzen können. Ich hoffe, das ist trotzdem verständlich, auch wenn ich es jetzt nicht wirklich zeigen konnte. Und ja, das sind eigentlich alle Glyphen, alle Runen. Es gibt hier noch eine Glyphe, Glyph of Order. Meine Meinung, diese Glyphe braucht ihr niemals anfassen, finde ich nicht so wichtig, ist keine gute Glyphe, ist unnötig. Wie gesagt, diese Glyphe würde einfach nur verhindern, dass die Range von unseren Affixen verändert wird und das Item ganz normal upgraden. Super uninteressant. So, also ich fühle jetzt Beginner, die gerade vielleicht erst anfangen zu spielen. Ich mache jetzt nochmal eine ganz, ganz schnelle Kurzversion. Habt ihr einen Stat, den ihr haben wollt? Benutzt ihr Blau? Blau gleich gut. Gut.
Habt ihr ein Stat, der scheiße ist, den wollt ihr nicht haben, benutzt ihr die rote Glyphe. Rote Glyphe gleich Reroll. So. Und das, was Beginner noch benutzen könnten, ist Removal. Wollt ihr gamblen und habt ein Stat drauf und alles ist belegt und ihr wollt nur einen bestimmten Stat runter haben, könnt ihr gamblen und Rune of Removal nehmen und hoffen, dass genau dieser eine Stat runtergeht mit sehr wenig Potential-Verbrauch, damit ihr halt einen neuen Stat frei zur Verfügung bekommt zum selber draufcraften. Das ist dann Removal. Das sind theoretisch so diese drei Crafting Materials, die man am meisten benutzt, gerade auch Beginner, weil das ist so das meiste, was man findet. Alles andere ist sehr speziell. Und was ihr immer benutzen solltet, wenn ein Item scheiße geworden ist, Rune of Shattering. Und holt euch eure Shards wieder. Das war's. Wie bekommt ihr, ein kleiner Tipp noch, wie ihr immer mal wieder Rune of Shattering bekommt? Jedes Mal, wenn ihr in irgendeine Stadt geht, resetten die Shops. Und diese Shops können immer Rune of Shattering beinhalten. Und diese solltet ihr immer alle komplett rauskaufen. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Falls doch noch irgendwelche Fragen offen sind, ihr könnt mich gerne unter twitch.tv/duratos besuchen kommen. Ich bin täglich live. Ich kann euch dort alle sämtliche Fragen, die vielleicht noch offen sind, beantworten. Und ansonsten schreibt einen Kommentar in YouTube, unten im YouTube-Register. Und da beantworte ich auch alle Fragen. Und in dem Sinne sage ich bis zum nächsten Guide-Video.